Hause. Polizei, mein Name ist Naseband. Mein Kollege Grass. Tag, ja. Kollegen. Also. Hallo. Ist aber schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Ich bin ganz durcheinander. Das ist wie in einem Horrorfilm hier. Was ist denn genau passiert? Also, ich komme gerade aus Fuerteventura zurück. Und eigentlich wollte ich ja noch eine Woche länger bleiben, aber das Wetter war nicht so toll, wissen Sie. Und dann habe ich halt einfach meinen. Frau Wiesingen, Sie haben einen Einbruch gemeldet, ist das richtig? Ja, darum geht's ja. Also, ich komme gerade in mein Haus rein und plötzlich steht da jemand unter der Dusche. Ich glaube, das ist ein Mann. Und dann habe ich ihn im Badezimmer eingesperrt und bin rausgekommen und habe Sie angerufen. Hat Ihr Badezimmerfenster? Nein, hat's nicht. Kollegen, seht euch doch bitte auf dem Grundstück um. Alles klar. Und Sie wohnen hier alleine? Ja, ja. Dann brauche ich einen Schlüssel zum Haus. Okay. Hier ist der Haustürschlüssel und das ist noch der Schlüssel fürs Badezimmer. Okay, dann schauen wir uns den Badegast mal an. Ganz ruhig, hier ist die Polizei. Polizei? Treten Sie zurück, wir werden jetzt die Tür öffnen. Und keine fiese Matenten hier, ja? Okay. Was denn? Dann nochmal. Wie kommen Sie denn hier rein? Haben Sie mich hier eingeschlossen, oder was? Ja, das Ganze würden wir gerne von Ihnen wissen. Ist doch nicht Ihr Haus hier, oder? Nee, das nicht, aber ich wohne hier. Ich habe das gemietet seit einer Woche. Für 2 Wochen. Ja, ich kann es Ihnen beweisen. Die Schlüssel in der braunen Jacke, Lederjacke, rechts um die Ecke in dem Raum. Sie bleiben genau da. Ja. Bleiben Sie da, wo Sie sind. Alles gut. Die hier? Genau die. Sehen Sie? Lars Thümmel. Das bin ich. Haben Sie einen Mietvertrag? Nein, das nicht. Das ging alles in bar und im Voraus. Aber schauen Sie mal, da müsste noch eine Quittung drin sein im Portemonnaie. Das müsste drin sein. Zur Untermiete für 2 Wochen, 800 Euro. Eine unleserliche Unterschrift. Sagen Sie mal, was machen Sie denn in meinem Haus? Ihr Haus? Ja, mein Haus. Was haben Sie sich denn dabei gedacht? Was geht eigentlich in Ihrem Hirn vor? Können Sie mir das mal verraten? Ich dusche noch eben, bevor ich die Ware verticke, die ich gerade mitgehen habe lassen. Jetzt mal ganz langsam, ja? Was wurde überhaupt entwendet? Ja, alles wurde entwendet. Mein Laptop ist weg, das Geschirr ist weg, das Silberbesteck ist weg. Alles ist weg, alles, was Wert hat, sogar der Kaffeeautomat ist weg. Ja, und ich habe mich schon gewundert, warum es hier noch nicht mal eine Kaffeemaschine gibt. Sie behaupten also, das Haus so vorgefunden zu haben? Ja, genau so. Ich habe nichts verändert. Na gut, dann muss der Einbruch vorher passiert sein, also bevor Sie eingezogen sind. Ja. Wie, bevor Sie eingezogen sind? Was soll denn das jetzt bitte heißen? Der Herr behauptet, das Haus für 2 Wochen gemietet zu haben. Ja, aber davon wüsste ich doch wohl was. Setz dich mal hier. Nein, ich bitte mal. Kai. Das glaube ich jetzt nicht. Was für Kai? Kai ist mein Bruder. Ich habe ihm einen Zweitschlüssel gegeben, damit er sich um die Blumen kümmert. Ja, gut, sorry. Dann zieht sich bitte erst was an, ja? Danke. Oh Mann, ey. Ich war halt knapp bei Kasse. Und meine Schwester, die stinkt doch vor Geld. Aber meinen Sie, die leiht mir was? Nee. Ja, und dann vermieten Sie einfach so Ihr Haus. Die hätte doch gar nichts mitgekriegt. Kann doch keiner ahnen, dass Merle eine Woche früher aus dem Urlaub zurückkommt. Mein Gott, ist blöd gelaufen. Und weil Sie so knapp bei Kasse sind, haben Sie, bevor Sie das Haus vermietet haben, noch die Wertgegenstände Ihrer Schwester zu Geld gemacht, oder? Was? Nein, ich beklaue doch nicht meine eigene Schwester. Komischerweise traut die Ihnen das aber zu. Die Spurensicherung und Einbruchspuren gefunden.
Terrassentür wurde aufgehebelt. Damit bin ich ja wohl raus aus der Nummer. Wieso? Das heißt gar nichts. Aber wieso hätte ich denn die Terrassentür aufbrechen sollen? Ich hatte doch einen Schlüssel. Das wäre nicht der erste vorgetäuschte Einbruch. Ah. An der Terrassentour wurden DNA-Spuren sichergestellt. Wären Sie bereit, uns eine Speichelprobe von Ihnen zu überlassen? Ja, klar. Damit ihr mir einen Einbruch hier anhängen könnt. Ich bin doch nicht blöd, ganz ehrlich. Außerdem sind da überall meine Spuren in dem Haus. Ich war öfters bei meiner Schwester. Auch draußen an der Terrassentür? Draußen an der Terrassentür? Ich glaube, da war ich wirklich nicht. Mhm. Na gut, von mir aus machen wir die Speichelprobe. Ja, wunderbar. André, nimmst du den jungen Mann mit zum Erkennungsdienst? Danke. Das sind. Oh Gott. Da machst du Urlaub, willst dich erholen und dann sowas. Also bei so einem Bruder wäre ich lieber Einzelkind. Hm. Robert, du bist ein Einzelkind. Ja, alles klar. Okay, wir übernehmen. Es geht Richtung Krimplatz. Es gibt wieder einen Wohnungseinbruch. Und zwar in dem Viertel, wo Frau Biesingen wohnt. Der Eigentümer hat sich gerade aus Südafrika gemeldet. Woher weißt du das denn? Ja, der hat so ein Security-System, das kann er übers Internet abrufen. Auf jeden Fall hat er gerade seinen Routine-Check gemacht und dabei eine fremde Person in seiner Wohnung entdeckt. Lass mal Gas geben, vielleicht kriegen wir den auf frischer Tat. Das ist die Wohnung. Okay, lass sie zurück. Ja. Geben Sie ein ID. Gehen Sie zurück, bitte. Haben Sie noch nicht gehört? Ja, aber ich soll hier nachschauen. Herr Schmidt hat gesagt, ob alles nur schon... Gehen Sie in Ihre Wohnung, ja? Bitte. Okay, ist alles gut. Ist da lang. Sagt der Typ mir, den wir gern persönlich vorgeknöpft. Ach, den kriegen wir schon noch. Ich dachte, mir brennt meine Augen raus. Ist immer noch so schlimm? Ja, also wirklich gut ist es nicht. Auch wenn ich aufstehe, ist mir ganz schwindelig. Wobei ich so gern was aus dem Snackautomaten hätte. Der ist groß genug, den verfehlst du nicht. Ach, Alex. Och, du Nervensäge hier. Danke. Die beiden Einbrüche passen tatsächlich zusammen. An beiden Tatorten wurde die gleiche DNA sichergestellt. Und die passt auch zu dem dritten Einbruch in der Gegend. Leider haben wir keinen Treffer in der Datenbank. Tja, dann haben wir es wohl mit einer Serie zu tun. Ja. Auch das dritte Opfer war im Urlaub. Musste ihn aber vorzeitig abbrechen, weil er krank wurde. Rainer Baldorf heißt er. Haben wir mit dem Mann gesprochen? Nee, es ging noch nicht. Der Mann wurde bei dem Einbruch niedergeschlagen. Der hat einen Schädel-Hirntrauma und liegt im Krankenhaus. Ja. Oh, krass. Das gibt's doch nicht. Alle drei Geschädigten waren im Urlaub, als bei ihnen eingebrochen wurde. Das kann doch kein Zufall sein. Vielleicht kam der Tipp aus dem Reisebüro. Das habe ich auch schon gedacht.
Ich habe mal gecheckt, wo die drei ihre Urlaube geplant und gebucht haben. Einer im Reisebüro und die anderen beiden im Internet. Internet? Vielleicht ist es das? Was? Ja, vielleicht hat der Täter übers Internet erfahren, dass die drei im Urlaub waren. Zum Beispiel über so ein soziales Netzwerk. Ihr wisst doch selbst, wie das ist. Die Leute posten doch immer jeden Mist. Bin im Urlaub, fahr morgen weg, liebe Grüße, komme erst nächste Woche wieder, was weiß ich. Ja, gar keine blöde Idee. Ja, dann müsste der Täter mit den drei Opfern in irgendeinem Netzwerk befreundet sein. Cool, das überprüfe ich gleich mal. Ach, jetzt gehen die Augen auf einmal wieder? Ach, warte. Ach, da ist er.